Also zuerst mal ganz herzlichen Dank, dass ich kurz etwas sagen kann. Und zwar geht es um KI und Ethik at all. Es geht darum, welche Kompetenzen relevant sind. Und ganz kurz zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin Professorin für Informatik an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Ich bin aber gleichzeitig schon sehr viele Jahre aktiv im Bereich Informatik und Ethik. Ich bin Gründungsmitglied der Fachgruppe Informatik und Ethik der Gesellschaft für Informatik. Uns gibt es als Fachgruppe seit 2003. Bin Sprecherin des Fachbereichs Informatik und Gesellschaft der GI seit 2018 und auch regelmäßige Autorin der Gewissensbits, wo wir den Dialog versuchen, etwas anzuregen. Und dadurch spreche ich natürlich jetzt nicht nur von Seiten der Informatik, sondern auch von jemand, dem der Dialog und der Diskurs in Bezug auf Informatik und Ethik seit vielen Jahren ein Anliegen ist. Sie kennen vielleicht alle diesen Call, diese Bund-Länder-Initiative zur Förderung von künstlicher Intelligenz in der Hochschulbildung. Da beginnen die ersten Projekte ja jetzt in diesem Dezember. Wir haben auch ein Projekt. Und in diesem Förderinitiative wurde ja auch besonders betont, dass ethische Belange von KI behandelt werden sollen. Der Deutsche Bundestag hat eine Enquete-Kommission eingerichtet, die in ihren Empfehlungen auch ganz klar gesagt hat, dass die technische Entwicklung demokratische Gestaltung braucht und eben auch fordert, dass es einen gesellschaftlichen Diskurs über Chancen und Grenzen der KI gibt. Und das bedeutet natürlich, wenn wir demokratische Gestaltung haben, dass alle an diesem Kurs sich beteiligen können müssen. Und ich kann mich nur an einem Diskurs beteiligen, wenn ich effektiv das Wissen dazu habe. Es geht also auch um die Befähigung der Bürger, sich an diesem demokratischen Kurs zu beteiligen. Wir haben in diesem Call KI in der Hochschulbildung ein Projekt. Das heißt Move KI to EAH sind natürlich 4 Jahresprojekte, die sind sehr komplex. Wir wollen einen modularen Lehrbaukasten zur Vermittlung von KI-Kompetenzen erstellen. Natürlich noch neben anderen Dingen wie zum Beispiel didaktischen Konzepten und dergleichen. Wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das heißt, wir adressieren Studierende der angewandten Wissenschaften und wir adressieren alle Studierende, also Studierende der Medizintechnik, des Sozialwesens, der BWL und nicht nur Informatiker. Wir wollen eben Lerneinheiten entwickeln, eine Kompetenzmatrix, ein didaktisches Konzept in dem Projekt, haben aber auch ein eigenständiges Profil, was sich mit Themen der KI und Ethik beschäftigt. Hier geht es darum, dass auch spezifisch für Ethik und KI ein Kompetenzmodell erstellt werden soll und Lehrbausteine und didaktisches Konzept entwickelt werden soll. Was mir wichtig hier ist zu betonen, wir haben auf der einen Seite die Ethik als Lehrinhalt, auf der anderen Seite die Grundlagen der KI, also wie die Methoden funktionieren. Und ich bin der Meinung, das muss immer wieder Bezug aufeinander nehmen. Ich sollte ethische Fragen nicht diskutieren, ohne überhaupt zu wissen, was macht kann KI, was sind die Grenzen, wie funktioniert es. Aber auch wenn ich Grundlagen der KI vermittle, sollte ich immer wieder diese gesellschaftlichen Fragen auch ansprechen und Gelegenheit geben, darüber zu reflektieren. Also das ist für mich sehr eng vermischtes Thema. Das Projekt selber hat auf der einen Seite wollen wir eine Kompetenzmatrix machen. Das ist jetzt eine Abbildung, verkleinert aus der Kompetenzmatrix zur Data Literacy. Also wir wollen uns wirklich ganz klar überlegen, welche Kompetenzen braucht es, um im Themenfeld KI und Ethik mitreden zu können. Das betrifft natürlich ethische Kompetenzen, es betrifft aber auch Wissen, Grundlagenwissen der KI. Deswegen geht das eben auch sehr eng zusammen mit der regulären Kompetenzmatrix, die es für KI braucht. Und das andere ist, das ist jetzt eine Abbildung einer Veröffentlichung, die jetzt im Stifterverband demnächst rauskommen wird, zu Data Literacy Education. Aus unserem Kapitel von Andreas Hüttig und mir zu Data Ethics. Wir haben verschiedene Arten von Modulen hier definiert. In unserem Projekt werden es Lerneinheiten sein, wo wir ganz klar sagen, es gibt Lerneinheiten, die haben einen fast ausschließlichen ethischen Bezug, wo man ethische Theorien mal kurz einführt. Es gibt natürlich Lerneinheiten, die haben keinen Bezug zur Ethik, aber es gibt sehr viele Lerneinheiten dazwischen. Also Lerneinheiten, wo Fragen auftreten können, die man nicht ignorieren sollte, sondern zumindest kurz erwähnen sollte, darauf eingehen sollte.
Und vor allen Dingen gibt es Lerneinheiten, wo das Ganze integrativ unterrichtet werden kann, wenn es zum Beispiel um Projekte geht, wo man dann ganz klar auch den Auftrag geben kann, ethische Aspekte zu untersuchen und zu diskutieren. Und das ist das, was wir in unserem Projekt vorhaben in den nächsten 4 Jahren, dass wir es auf der einen Seite anschauen, welche Kompetenzen brauche ich für dieses Themenfeld, technische Kompetenzen, Kompetenzen im Bereich Ethik und dann auch, wie ich einen integrativen Ansatz haben kann, um eben Ethik und KI gemeinsam zu unterrichten und nicht in einzelne Schubladen zu stecken. Das wollte ich ganz kurz in meinem Lightning Talk ansprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Klaas. Das haben Sie wunderbar die Zeit eingehalten. Wir haben auch schon eine erste Frage für Sie. Die Klatscher fliegen hier durch den Raum, also das ist gut angekommen. Jetzt gebe ich dann direkt weiter an den Herrn Klemp. Ja, vielen Dank. Ich würde auch mal fragen, ob Sie meinen Inhalt jetzt sehen können. Ist das über die Content Library? Also ich sehe was. Moment, bei mir steht noch. Mindsharing ist das Moment. Mindsharing ist jetzt. Ja, okay. Jetzt sehe ich es gut. Jetzt. Okay. Gut. Dann hallo, mein Name ist Max Klemp. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik der Deutschen Sporthochschule Köln und möchte heute ein Projekt von uns vorstellen zum Thema künstliche Intelligenz und Machine Learning für Studierende der Sportwissenschaften. Dazu zunächst zur Ausgangslage. Wir beobachten in den letzten Jahren eine sprunghafte Zunahme in computergestützten Analysen im Sportsektor, wobei auch die Bedeutung dieser Analysen für den Leistungssport deutlich ansteigt. Diese Entwicklung ist zum einen begründet in technologischen Fortschritten zur automatisierten Datensammlung, zum anderen aber auch in dem enormen öffentlichen und finanziellen Interesse, das in diesem Markt besteht. Also hat zum Beispiel eine Studie des Marktforschungsunternehmens Infoholic Research aus dem Jahr 2016 die geschätzte jährliche Wachstumsrate des Sportanalysemarkts mit 40% beziffert für die Vorhersageperiode von 2016 bis 2022 mit einem geschätzten Marktvolumen von fast 4 Milliarden US-Dollar. Dieser Fortschritt wird vorangetrieben durch universitäre Forschungseinrichtungen einerseits, aber auch kommerzielle Anbieter andererseits. Das können Sportvereine, Sportverbände sein oder auch Dienstleister, die diese entsprechenden Analysen anbieten. In diesem Zuge erlebt auch das Berufsbild der Spielanalystin oder des Spielanalysten, das so in den letzten 10 Jahren sich im Spitzensport sehr fest etabliert hat und auch für Absolventinnen und Absolventen der Sportwissenschaften, von denen viel verfolgt wird, erlebt auch dieses eine Veränderung von der herkömmlichen, eher qualitativen Videoanalyse hin zu einer sehr intensiven Auseinandersetzung mit Daten. Und diese großen Datenmengen bringen dementsprechend auch große Herausforderungen im Umgang mit sich. Wir sehen hier im Hintergrund eine Repräsentation eines Fußballspiels durch Positionsdaten. Das heißt, das sind die XY-Koordinaten aller Spieler und des Balls. Und wir können sehen, dass ein solcher Datensatz für ein Spiel 135.000 Beobachtungspunkte in 58 Variablen enthält. Und das ist relativ offensichtlich, dass diese Datenmengen besondere Herausforderungen und Anforderungen mit sich bringen, diese Daten zu filtern, zu interpretieren und wieder zurück in die Praxis zu kommunizieren. Und aufgrund dieser Datenmengen und der Komplexität der Zusammenhänge finden eben vermehrt auch algorithmische Methoden aus dem maschinellen Lernen und der künstlichen Intelligenz Einzug in die Sportpraxis. Und das ist eine Entwicklung, die wir auch in der Forschung beobachten können, in der sportwissenschaftlichen, wie hier eine Suche der Wissenschaftsdatenbank PubMed zeigt. Da können wir beobachten, die Suchbegriffe Machine Learning und Sport, die Treffer, die wir da bekommen, sind in den letzten 5 Jahren von unter 50 auf über 200 angestiegen. Also wir sehen hier einfach, dass nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Forschung
durch diese Entwicklung Anforderungen an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gestellt werden, die einfach Kenntnisse im Umgang mit Methoden aus dem maschinellen Lernen und der künstlichen Intelligenz betreffen. Dementsprechend sind sowohl Universitäten als auch kommerzielle Anbieter intensiv auf der Suche nach Bewerberinnen und Bewerbern, die an der Schnittstelle zwischen Sportwissenschaft und Sportwissenschaft und Informatik agieren, also in der Sportinformatik, die einerseits Kenntnisse, domainspezifische Kenntnisse der Sportwissenschaft aufweisen, als auch Kompetenzen im Umgang mit Methoden eben aus dem Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz vorweisen können. Aktuell spielt allerdings die Vermittlung dieser Methoden in sportwissenschaftlichen Curricula praktisch keine Rolle. Die Deutsche Sporthochschule Köln, die größte sportwissenschaftliche Ausbildungseinrichtung in Deutschland, macht aktuell kein Lehrangebot zu Methoden des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz. Dies ist aber im Sinne der Vorbereitung der Studierenden auf zukünftige Aufgaben unerlässlich, Ausbildungskonzepte in diesen Bereichen zu entwickeln. Und daher möchten wir mit der Umsetzung eines durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts genau das leisten. Im Rahmen dieses Projekts ULKIS, Universitäres Lehrkonzept für künstliche Intelligenz in den Sportwissenschaften, soll eine Open Education Plattform erstellt werden, wo Lehrinhalte für die Ausbildung von Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftlern im Bereich des maschinellen Lernens generiert werden und frei zugänglich verfügbar gemacht werden und auf die Art und Weise ein Beitrag geleistet werden soll für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Sportwissenschaft. Vielen Dank. Danke Ihnen. Sehr gutes Timing, sehr gut den Zeitslot ausgefüllt bis zur letzten Sekunde. Und wir bleiben auch weiter in Fahrt und ich gebe direkt das Wort weiter an den Herrn Kugel. Ich hoffe, es funktioniert bei Ihnen. Ja, alles gut, wir haben keinen Stress. Ich bin optimistisch. Wunderbar. Müssen wir jetzt sehen, oder? Ja, alles gut sichtbar und sind auch gut hörbar. Ja, super. Dann erstmal vielen Dank für die Moderation und die beiden kurzen Vorträge. Herzlich willkommen aus Hannover. Mein Name ist Johannes Kugel von der Professur für digitale Bildung und Didaktik der Informatik. Und ich stelle jetzt ebenfalls ein Projekt aus der Förderlinie KI in der Hochschulbildung vor und bin da einer der drei Koordinatoren. Ich habe jetzt die Folien auf Englisch, werde aber auf Deutsch reden. Das Projekt basiert so auf der Beobachtung, dass an sehr, sehr vielen Fakultäten bei uns schon KI-Module bestehen oder auch in Kürze teilweise entwickelt werden sollen, was aber bisher nicht so wirklich systematisch irgendwie koordiniert ist. Und da war jetzt die Idee, dass man das mal koordinieren sollte und außerdem gleich noch für hybride Lernformen gestalten sollte. Und, da sind noch mehrere weitere Einrichtungen neben diesen genannten Fakultäten hier beteiligt. Zentrale Universitätseinrichtungen und Forschungseinrichtungen und zum Beispiel die Technische Informationsbibliothek. Okay, das ist wie gesagt ein Entwicklungs- und Forschungsprojekt. Ein Ziel ist die Entwicklung von Modulen zur künstlichen Intelligenz als Thema. Und die wollen wir ausrichten an den Bedarfen der Industrie und von kleinen und mittleren Unternehmen. Dafür wird in dem ersten Projektschritt eine Projektpartnerin tatsächlich in diese Unternehmen gehen, Interviews führen und so erstmal die Bedarfe auch erheben, die in der Industrie momentan überhaupt vorliegen. Das fließt in die Entwicklung der Module mit ein. Natürlich fließen auch die schon vorhandenen Materialien, die es natürlich schon vor Ort gibt in den verschiedenen Fakultäten, fließen mit ein. Und Theorie zum Instruktionsdesign, zur Fachdidaktik und so, das ist natürlich eine ganz wesentliche Grundlage. Und dafür werden wir teilweise dann auch Workshops organisieren für die beteiligten Kurserstellerinnen und die Entwicklung auch im weiteren Verlauf dann begleiten in mehreren Iterationen. Und das eben von der Seite der Didaktik hier. Dazu werden wir, nachdem dann die erste Iteration der Kurse einmal angeboten worden ist, das systematisch evaluieren, auch Interviews mit den Lernenden führen und diese Ergebnisse dann systematisch auswerten. Und das fließt dann wieder ein in die nächste Iteration. Wir planen momentan so im
Rahmen der Projektlaufzeit mit 3 Iterationen. Oder manchmal und eventuell werden es auch nur 2, jedenfalls werden die Module dann immer weiterentwickelt, basierend darauf, was jetzt einfach zum Beispiel an Schwierigkeiten gemeldet wurden, an was wir selber erhoben haben, wo vielleicht Motivation ein Problem sein könnte und so. Ein Vorteil dadurch, dass wir auch tatsächlich aus der Praxis die Bedarfe erst noch erheben, ist nebenbei auch noch, dass auch die in den regulären Studiengängen tatsächlich dann natürlich auch ein höherer Praxisbezug so auf Dauer dann hergestellt werden. Wir werden das Ganze möglichst kompetenzorientiert gestalten und da passt jetzt tatsächlich die relativ klassische Definition hier von Weinert schon sehr gut darauf, dass es eben kognitive Fähigkeiten sind, die wir im Rahmen dieser Kurse entwickeln wollen, zur Problemlösung. Es geht natürlich nicht nur darum, irgendetwas zu wissen, sondern es muss tatsächlich darum gehen, dass die Lernenden damit danach Probleme mit Hilfe von Methoden der künstlichen Intelligenz lösen können. Es soll aber auch um motivationale Aspekte gehen. Also wir wollen die Lernenden auch dafür begeistern. Und was ja Frau Klaas gerade schon auch angesprochen hat, die ethischen Aspekte spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. KI hat da natürlich immer den Bedarf auch, dass man das sehr verantwortungsvoll einsetzt. Und das werden wir jetzt zum Beispiel erstmal integrativ in den Modulen einbauen. Aber wenn ich jetzt schon in Aussicht sehe, dass Sie das eventuell auch als Open Educational Resources veröffentlichen, dann wäre da eventuell natürlich auch eine Zusammenarbeit dann schön. Wir planen jetzt an diesen beteiligten Fakultäten insgesamt 16 Kurse. Hier sind jetzt mal die Kurse so grafisch aufgelistet. Da sind teilweise 2 Kurse drin, dadurch kommt es dann auf 16. Und wir können mal das kurz durchgehen. Unten haben wir so Basiskurse zu Einführung in die künstliche Intelligenz, Grundlagen Maschinenlernen, Data Science und statistische Grundlagen. Und darauf bauen dann jeweils spezifischere KI-Methoden auf, die hier in der Mitte dargestellt sind. Und ganz oben haben wir dann Kurse, die tatsächlich wo es um die Anwendung in bestimmten Disziplinen geht. Da geht es um die Anwendung von KI in der Produktion, in der Geodäsie, für Lehramtsstudierende und im medizinischen Bereich. Und das ist eben ein Ziel, dass die Studierenden dann auf diese Anwendungsfelder hin vorbereitet werden. So, jetzt haben Sie noch eine knappe Minute. Ja, passt, danke. Wir werden das Ganze sehr modular gestalten, haben wir eben auch schon gesehen, wie man sowas mit Lernen in der anderen Session, wo es kurz angesprochen, mit Lernzielgrafen gestalten kann, sodass man die Module auch flexibel miteinander kombinieren kann in verschiedenen Kursen. Das soll auch hybrid dann stattfinden können, natürlich, dass es auch in der Universität, in der Präsenzlehre funktioniert. Und wir möchten auch alles, was da im Rahmen dieses Projektes dann entwickelt wird, dass das als Open Educational Resources dann zur Verfügung gestellt wird, damit einfach da die Nachhaltigkeit noch höher ist. Es soll in verschiedene Masterstudiengänge integriert werden können und außerdem als Weiterbildung, als sogenannte Micro-Degrees, auch für Interessierte aus der Industrie. Wie man eine kurze tabellarische Übersicht, die gehen wir jetzt aber nicht im Detail durch, für verschiedene Studiengänge, wie das auch jeweils angerechnet werden kann. Und insgesamt sind da doch recht viele Projektantragstellende beteiligt und wir haben jetzt eine Projektlaufzeit von eben 3 Jahren in dieser angesprochenen Förderlinie und ich bedanke mich soweit für die Aufmerksamkeit und freue mich natürlich, wenn wir da auch in den nächsten Jahren, weil Sie ja teilweise etwas Ähnliches machen, wenn wir da auch uns austauschen können, teilweise sind wir da auch schon in Kontakt mit anderen. Es wird wieder geklatscht, heftig, sehr spannend auf jeden Fall. Ich meine, ich bin vom KI Campus, natürlich ganz viele interessante Schnittstellen auch und sollten uns auch vielleicht mal unterhalten. Ja. Gerade wenn es um OER geht, ist das sehr toll. Aber wir haben ja noch einen Talk und deswegen will ich das auf keinen Fall kapern, sondern Sebastian Lang das Wort geben. Vielen Dank. Können Sie mich hören? Ja, wunderbar, sehr gut. Ich möchte übrigens auch sagen, wenn Sie die Folien auch teilen wollen, dann müssten Sie vielleicht einen Link posten oder dergleichen. Das können wir ja sonst nicht bewerkstelligen. Falls ich habe gerade meinen Bildschirm geteilt. Das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Können Sie meinen Bildschirm sehen? Bildschirm, ja. Ich meine die Folien teilen im Sinne von zur Verfügung stellen, aber vielleicht ist das jetzt zu kompliziert.
Das kann man gerne im Nachgang machen. Genau. Also ich habe kein Problem, die Folien zu teilen. Richtig. Ansonsten würde ich da jetzt erstmal durchgehen. Ja, machen Sie das, genau. Das Wort ist Ihnen. Genau. So, sehr geehrtes Auditorium, ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte Ihnen ein neues Studienangebot vorstellen, was wir in den nächsten 4 Jahren entwickeln wollen, und zwar einen Bachelorstudiengang namens AI Engineering. Aufhänger war bei uns, wie auch schon bei meinen 3 VorrednerInnen, der Call vom BMBF zur Förderung von künstlicher Intelligenz in der Hochschulbildung. Und den wollten wir zum Anlass nehmen, um bei uns an der OVGU unser Studienangebot zu erweitern. Und das ging dann sogar so weit, dass wir das jetzt sogar mit mehreren großen Hochschulen in Sachsen-Anhalt zusammen durchführen. Wir haben an der OVGU bisher nur einen Data Science Studiengang und hatten uns jetzt im Voraus überlegt, wie wir uns eigentlich mit dem neuen Studienangebot abgrenzen wollen, und haben dafür erstmal eine kleine Marktrecherche gemacht und alle Studiengänge rausgesucht, die einen KI-Bezug im weiteren und engeren Sinne haben. Und hier sieht man mal so alle Standorte mit KI-Studiengängen. Ja, an manchen Standorten haben wir auch mehrere Hochschulen mit KI-Studien angeboten. Viele davon sind Data Science. Das haben wir ja bereits selbst bei uns an der OVGU und auch bei unseren Partnerhochschulen. So, dann gibt es noch Studiengänge, die sich explizit dem Feld Machine Learning widmen, also einem Teilbereich von Data Science und auch ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Dann gibt es Studiengänge, die sich explizit der Robotik widmen. Und schließlich gibt es noch 5 Studiengänge, die sich eigentlich explizit dem Thema künstlicher Intelligenz im weiteren Sinne widmen. Also zumindest von der Bezeichnung der Studiengänge kann man davon ausgehen. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass vielleicht diese Übersicht vollständig ist. Es kann sein, dass uns auch der eine oder andere Studiengang durch die Lappen gerutscht ist. Was wir aber festgestellt haben, man muss halt sagen, wir sind an der OVGU Magdeburg sehr ingenieurwissenschaftlich geprägt. Das hat eine historische Wurzeln. Und uns ist aufgefallen, es gibt eigentlich noch keinen Studiengang, der wirklich die Felder Ingenieurwissenschaften und künstliche Intelligenz vereint, was man zum Beispiel benötigt, um industrielle KI-Systeme zu bauen. Ja, dazu gehören unter anderem Robotik, aber auch Soft-Sensor-Systeme oder auch bestimmte industrielle Softwareanwendungen. Und hier wollten wir dann eigentlich ansetzen und ein neues Bachelorstudienangebot namens AI Engineering kreieren. Wir hatten uns dann erstmal Gedanken gemacht, was so ein KI-Ingenieur oder AI-Engineer eigentlich können muss. Und diese Folie ist jetzt sehr voll und soll auch sehr erschlagend wirken. Denn das eigentlich Einzige, was ich mit der Folie aussagen will, es sind sehr viele Kompetenzen, wenn man diese beiden Domänen in einen Studiengang vereint. Wir haben halt so mathematische Grundlagen, dann einen riesengroßen Stack an KI-Methoden, ja, maschinelles Lernen, evolutionäre Algorithmen und dann hier auch nochmal Vertiefung, die wir jetzt hier nur sehr aggregiert dargestellt haben. Aber darunter befindet sich auch nochmal ein Blumenstrauß von Methoden. Das braucht man alles, um quasi die Aufgaben, die bei so einem KI-Projektierungsprozess anfallen, bewerkstelligen zu können. Und wir haben uns überlegt, wie können wir diese Methoden eigentlich vermitteln, und dachten, wir müssen ja eigentlich unsere Hochschullehre neu denken und hier viel innovativer werden. So, zum einen soll die Synthese von KI und Ingenieurwissenschaften jetzt nicht nur durch ein Set von Modulen realisiert werden, sondern wir wollen einen neuen methodischen Rahmen und auch ein Vorgehensmodell entwickeln, wo beide Methodenwelten ineinander fließen. Und auch aus Lehrsicht wollen wir modulübergreifende Studien- und Lehrkonzepte realisieren. Zum Beispiel kann man sich das so vorstellen, die Informatiker, die im Bereich KI fit sind, reden mit den Mathematikern und entwickeln gemeinsam dann eine Mathematikvorlesung, wo bereits schon anwendungsbezogene Aufgaben durchgerechnet werden, dass man zum Beispiel Differentialrechnung nicht mehr an akademischen Aufgabenstellungen lernt, sondern direkt schon den Anwendungsbezug sieht und das dann am besten auch gleich noch mit einer Programmiersprache mit MATLAB oder Python in Jupyter Notebook. Dann verfolgen wir ein studierendenzentriertes Didaktikkonzept. Das fußt vor allem auf Open Educational Resources. Das bedeutet, es wird bei uns auch noch ganz klassische Theorievermittlung geben. Das wollen wir aber hauptsächlich auf Videovorlesungen auslagern, die dann auch außerhalb des Studiengangs für alle zur Verfügung gestellt werden. Es wird sich aber trotzdem um einen Präsenzstudiengang handeln. Die Studierenden, die dann vor Ort sind, arbeiten aber vor allem in Projekten, und ergänzend kriegen sie halt die Videovorlesungen, um sich halt
für das Projekt die entsprechende Domänenwissen anzueignen. Und schließlich wollen wir das Projekt auch nutzen, um die KI-Forschung und Lehre in die Breite zu tragen. Dadurch, dass wir halt mit vielen Hochschulen in Sachsen-Anhalt kooperieren, um diesen Studiengang gemeinsam durchzuführen und auch mit regionalen Unternehmen, die unter anderem die Problemstellung für die KI-Projekte liefern. Ich hoffe, ich bin in der Zeit geblieben. Hier sehen Sie das ganze Team, was bei der Entwicklung des Studiengangs beteiligt ist. Und für Fragen bin ich nun gerne offen. Wunderbar, nee, sehr gut. Wir haben jetzt zwar nur noch 4 Minuten, aber ich habe auch nicht viele Fragen bisher im Chat gesehen. Stellen Sie die gerne noch. Vielen Dank, Herr Lang, ebenso. Klingt auch sehr spannend aus meiner Sicht. Finde ich sehr toll mit dem Praxisbezug, auch wieder aus KI Campus Perspektive. Jetzt möchte ich trotzdem, ich habe gesehen, es wurde gefragt direkt am Anfang an Frau Klaas, ob im Rahmen des Projekts entwickelte Lehrbausteine werden als OER zugänglich gemacht. Achso, genau, das ist ja schon die Antwort. Entschuldigung, ich bin blöd. Nein, das heißt, die Frage wurde schon beantwortet. Ist es verfügbar? Sie lesen es, können es selbst im Chat lesen. Ja, gibt es sonst weitere Fragen? Dann schreiben Sie das. Oder gibt es auch Fragen untereinander? Ja, hier ist noch eine Frage der Speaker. Sie können sich auch gegenseitig noch eine Frage stellen. Und zwar hier Desiree Dörner fragt, gibt es vielleicht eine Gefahr der Abhängigkeit von Unternehmen? Wer möchte darauf antworten? Ich glaube, das richtet sich auch an Herr Lang jetzt durch. Genau, dachte ich mir auch. Ich hatte nur gerade Probleme, das Mikrofon zu finden. Ja, also ich denke, so eine Gefahr gibt es immer. Allerdings, uns kam jetzt erstmal in den Sinn, vor allem regionale Unternehmen einzubinden, also mittelständische Unternehmen, kleine KMUs, für die oftmals KI noch ein Fremdwort ist und wo wir eigentlich auf die zugehen wollen, um diese Technologien in die Unternehmen zu tragen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich denke, Gefahren entstehen vor allem, wenn man mit großen multinationalen Konzernen wie Google, Facebook zusammenarbeitet, wo halt auch schon eine gewisse Marktmacht und ein gewisses Interesse dahinter ist, die Leute auszubilden. Das ist aber aktuell eigentlich nicht das Ziel. Also wir zielen vor allem auf kleine, mittelständische und regionale Unternehmen an, ja, wenn wir hier von Zusammenarbeit reden. Mhm. Dankeschön. Ja, wir hatten noch 2 Minuten. Wer traut sich, wer möchte noch wissen? Wir haben noch 30 Teilnehmende. Vielleicht gibt es da doch noch eine Frage. Jetzt ist die Chance. Ansonsten wäre das hier eine extreme Punktlandung mit 13.14 Uhr. Und dann würde ich auch sagen, nochmal herzlichen Dank an alle Vortragenden. Ich hoffe, es gibt viel Vernetzung. Ich hoffe, vielleicht finden Sie sich auch untereinander zusammen und wurden Fenster geöffnet eben für Anschlusskommunikation. Und auch allen Teilnehmenden herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Und ich wünsche weiterhin viel Spaß auf dem University Future Festival.